Es sind haarige Zeiten, in denen wir uns befinden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Geschlossene Friseurstudios zwingen Menschen gerade wieder zum natürlichen Look. Die Haarprofis warten sehnlichst darauf, bald wieder die Schere anlegen zu dürfen. Also ganz ehrlich, wir sind natürlich auch erstmal in so ein Loch gefallen, ne? Weil keiner wusste, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Und natürlich hat man Angst, man hat sich natürlich auch was aufgebaut und wir haben eine große Verantwortung unseren Mitarbeitern natürlich gegenüber. Aber ich gehe davon aus, dass es ja auf jeden Fall wieder losgehen wird und ich freue mich auf Kunden. Und die Kunden freuen sich auf den nächsten Friseurbesuch. Ich hatte auch einen Termin, aber den musste ich leider absagen. Oder der wurde ja abgesagt, genau. Und freue mich jetzt drauf, wenn die Friseure dann wieder aufmachen, dann kann man sich wieder einen neuen Haarschnitt geben lassen, ein bisschen Strähnen rein. Mich stört es eigentlich nicht. Also, aber ich bin natürlich froh, wenn der Friseur wieder auf hat, ne? Im Friseursalon laufen viele Anfragen ein, ob man denn nicht eine Ausnahme machen könnte. Doch das ist natürlich verboten. Aber auch zum Selbstdrauflosfrisieren raten die Profis eher nicht. Worauf ich mich freue, sind tatsächlich Haarunfälle, weil sich wahrscheinlich viele Leute aus der Drogerie Haarfarben kaufen werden. Und ich liebe es, sowas wieder zu reparieren. Ja, da gibt es ja wirklich auch Anfragen, ne? So, welche Haarfarbe muss ich mir denn kaufen? Wie mache ich das jetzt und so weiter? Also ich verrate überhaupt keine Produkte, die man im Kaufhaus kaufen kann, weil ich damit, weil ich da nicht hinterstehen kann tatsächlich. Ich kann das gar nicht verantworten, auch wenn man sich da jetzt selber was drauf hat, weil es ja wirklich viele Faktoren gibt. Auch hier drücken wir ja nicht nur eine Tube aus, sondern müssen viele, viele, viele wichtige Punkte dabei berücksichtigen in der Haarfärberei. Vielleicht für die Frauen, die wirklich einen sehr starken Ansatz haben, kann man Haarmascara nehmen, den kann man sofort wieder auswaschen. Aber alles andere muss man überstehen. Vielleicht beim Mann vielleicht ein stärkeres Gel, dass er die kurzen Haare zurückgelt oder ich weiß nicht, es laufen ja alle so rum. Heißt also wirklich, abwarten und der Natur freien Lauf lassen. Ich komme damit sehr gut klar. Und es geht ja um den Schutz der Mitarbeiter des Friseurs. Und das ist ja wichtiger, als ob die Menschen besser aussehen oder hübscher aussehen. Da müssen die anderen Leute mit klarkommen, dass ich dann nicht vielleicht so ganz flott aussehe. Oder eben anders flott, wer weiß. Am besten ist es tatsächlich zu warten, bis wir wieder da sind. Und dann geht es wieder richtig los. Und ich schwöre euch, es werden die schönsten Farben und die schönsten Haarschnitte. Immerhin gibt es jetzt auch gerade Wichtigeres als das perfekt sitzende Haupthaar. Im Friseursalon, die Locke nimmt man heute schon unter Vorbehalt wieder Termine ab dem 20. April an. Und wann auch immer es wieder losgehen kann, hier will man nach der Zwangspause mit voller Manpower und eventuell verlängerten Öffnungszeiten wieder ganz für die Haare der Kunden da sein.